Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 334, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, die Folge heute ist auch für all die gedacht, die mit der PlayStation oder Xbox den LS22 spielen. Für euch sollten die Mods hier auch zu bekommen sein. Wir haben ein bisschen Produktion, wir haben ein bisschen Dekoration, wir haben ein bisschen Hallen. Wir haben von allem was da. Und wir fangen einfach mal an. Heute ist alles platzierbar. Hier seht ihr schon die ersten Varianten, die sehen optisch relativ ähnlich aus, um nicht zu sagen, sie sehen optisch gleich aus. Ihr seht hier die Punkte, ich gehe mal ein Stück zurück, falls es ein bisschen lauter sein sollte. Ich weiß es so gar nicht mehr. Das sind Produktionen, die ich gleich mal in der Übersicht dementsprechend zeigen möchte am besten. Wir gehen einfach mal auf die Produktion und dann seht ihr das Ganze auch schon. Hier unten nämlich. Wir haben nämlich einmal die Produktion kommen wir gleich zu. Wir haben einmal die Produktion hier. Das ist die Kalkproduktion. Das heißt, dann gehen wir Steine rein und dann bekommt man Kalk raus und Steinmehl. Die Weiterverarbeitung oder was man mit dem Steinmehl noch machen kann, muss man halt dementsprechend sich angucken. Das gehört alles zur Zottel-Zock-Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, da müsst ihr halt mal auf die Links dann gucken, was der Modder noch dementsprechend anbietet für Mods und da dann gucken, ob ihr noch eine passende Weiterverarbeitung oder sowas dann dafür findet. Sonst könnt ihr es natürlich, wenn ihr das nur das Gerät hier an sich benutzen wollt, könnt ihr natürlich einfach hingehen und sagen, direkt verkaufen. Ne? Ist die einfachste Geschichte. Das gleiche ist hier für Zuckerrübenschnitzel, da ist nichts mehr über, deswegen sehen die beiden gleich aus. Auch hier kriegen wir aus 4000 Zuckerrüben 4000 Hackschnitzel, also kein Verlust. Das ist schon mal eine schöne Geschichte. Und es sind 360 Zyklen im Monat. Ja, könnt ihr überlegen, wir reden hier von 1 Million Liter Hackschnitzel und mehr. Ne? Also das ist schon eine ganz ordentliche Geschichte. Und ja, ne? Speicherkapazität ist ungefähr 1 Million Liter. Das heißt, das passt also einwandfrei. Auch das eine schöne Produktion. Das ist das gute Stück, die zeige ich euch dann gleich mal zusammen mit der anderen Geschichte da. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Also wie gesagt, das hier, ne, sieht halt beides sehen halt genau identisch aus. Ihr seht die Abgabepunkte, ne, ihr seht, wie ihr es abgeben könnt. Ihr könnt es ja auch, ob das schüttmäßig oder wie auch immer ist. Und hier bekommt ihr den Kram dann halt raus. Ja, die zweite Geschichte, die wir jetzt hier haben, seht ihr hier. Das hier ist auch nämlich ein Heizkraftwerk in dem Sinne. Da steht jetzt auch, ne? Das Lager ist leer und auch ein schönes kleines Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob die Toren und Türen gehen hier, glaube ich, nicht auf. Sieht aber auch von den Tanks und sowas, alles, was hier so sieht, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ne? Wenn wir hier die Hilfe anmachen, ne, sehen wir hier so, jetzt einzustellen habe ich jetzt hier nichts, aber hier haben wir Sachen einzustellen. Nämlich, dass wir die Markierung, also wir können hier einmal das Licht anmachen. Sieht man wahrscheinlich jetzt nicht ganz so. Ein bisschen hell, Markierung einblenden, Triggermarkierung einblenden und Informationsfeld. Ich habe jetzt einfach mal alles angemacht. Dann seht ihr nämlich hier ist der Ausgangspart. Ne, da oben seht ihr die Information, Heating Plant, was halt dementsprechend reingeht. Ne, da sieht man schon. Und hier ist der Eingang. Und hier müssen wir einfach drauf drücken, dann geht die Luke auf. Und wie gesagt, die Beschilderung könnt ihr auch wieder ausblenden, aber die ist hier erstmal grundsätzlich in allen Richtungen dann gesetzt. Ne? Also finde ich sehr schön. Am Anfang, wo man sich noch nicht daran gewöhnt hat an die Produktion. Und nachher kann man es nach und nach den ganzen Spaß dann ausschalten. So, ich würde sagen, die Produktionsgeschichten, die gucken wir uns auch nochmal dementsprechend hier menütechnisch an. Und dann seht ihr es schon. Wir können hier also einmal Heu reingeben und können daraus Wärme produzieren. Das heißt, das ist was, was wir dann direkt verkaufen können. Wir können elektrische Ladung dementsprechend kriegen wir daraus. Und wir haben eine Asche als Endprodukt. Auch da ist halt wieder die Geschichte. Gucken, was der Modder noch an Mods anbietet, die dafür in Frage kommen, falls irgendwas weiter zu verarbeiten ist. Wenn nicht, auch hier einfach dann ausgehende Produkte auch verkaufen klicken. Wir gucken gleich nochmal in der Übersicht, was da sich dann wofür rentiert. Wir können auch hier das Ganze dann, ne, das ist Heu und Stroh. Wir haben das Ganze dann auch für Hackschnitzel. Ne? Dann auch andere Strohpaletten, also Pellets, kleine, ne, Teile daraus, die in anderen Produktionen von ihm hergestellt wird. Das heißt, wenn ihr die Produktion schon nutzt, dann habt ihr natürlich eine gute Möglichkeit, das hiermit zu ergänzen. Wenn nicht, habt ihr hier auf jeden Fall für Hackschnitzel, Stroh und Heu eine Möglichkeit, extra was zu machen an Kohle und an Geld. Das andere ergibt sich nur dann, wenn ihr halt auch die anderen Produktionen davon nutzt. Und wie gesagt, da dann einfach mal über den Link von dem Modder halt dann einfach mal gucken, was ihr dann noch findet und was euch noch interessiert, wenn euch da was davon interessiert. Wenn nicht, wie gesagt, das kann man hier auch einzeln verwenden. Ne? Man muss es halt dann nur die Produkte, die man nicht rauskriegt, hier einfach nur auf Direktverkaufen klicken.
Wenn wir in der Preisliste dementsprechend reingehen und scrollen nach unten, dann seht ihr hier, dass wir hier für Rindenmulch und sowas, ne, Heizkraftwerk nimmt den Spaß hier an. Ne, Asche ist kein Verkaufspunkt für Küker, das heißt, das kann man dann über einen Direktverkauf machen. Das geht für ein Steinmehl und sowas dann halt dementsprechend auch. Ne. Alle anderen Produkte sind da ganz normal zu kriegen. Das ist halt die Zusatzsachen. Die sind aber auf jeden Fall eingetragen. Da seht ihr auch, was es dann, ne, möglich ist, sozusagen das Ganze zu machen. So, ja, was kostet der Spaß? Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, die versuchen wir mal zu beantworten, indem wir mal hier hinten durchscrollen. Dann seht ihr, dass 10.000 zu investieren sind für die Kalkproduktion und für die Rübenschnitzelproduktion. Ne? Selbst der Kalkgeschichte, wenn man nicht mit Steinen arbeitet und das Steinaufsammeln zum Beispiel aus hat, ist die natürlich nicht ganz so interessant. Aber ich sage, die Rübenschnitzelproduktion bei der Menge, die durchsetzt, ist schon durchaus mehr als interessant. Vor allem für gerade mal 10.000 Euro. Ne? Ja, das Heizkraftwerk, das bringt natürlich dann auch richtig was ein, wenn man das richtig nutzt. Da seht ihr auch die ganzen Pellets und alles, ne? Wenn man das komplett nutzt von ihm halt. Und aber da muss man halt auch 237.000 für bezahlen, für die Anlage. Das ist halt so. Da muss man halt selber wissen, was man macht. Ein Verkaufspunkt ist jetzt hier nicht extra gesetzt, also den gibt es nicht dazu. Nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwas vergessen dazu, aber ne, dem ist leider nicht so. Ne? Also wie gesagt, die Schilder, Beschilderung und das kann man hier alles ausschalten. Das ist alles kein Ding. Dann marschieren wir einfach mal weiter und kommen zur nächsten Variante. Das hier ist nämlich eine Halle. Und zwar eine relativ kleine Halle, aber mit relativ großen Toren. Das heißt also, das lässt sich hier gut befahren. Wir haben hier, ne, noch ein einfaches Licht. Das leuchtet auch nicht nach oben hinweg, was sehr schön ist, weil das tun diese Lampen auch nicht. Das heißt, schön den unteren Bereich ausgeleuchtet. Wir haben ja auch noch eine Seitentür. Ne, hier geht es auch in den Extra-Bereich. Das ist noch eine kleine Unterstellmöglichkeit. Und genauso auch hier noch eine kleine Unterstellmöglichkeit. Man hat hier drin eine Küche, da können wir glaube ich auch rein, meine ich, oder? Gucken. Ja. Ne, hier haben wir noch einen kleinen Pausenraum, da können wir auch Licht anschalten. Ne, das Licht war nun eher da wie das Teil. Hier noch ein bisschen Schnittchen und sowas, was hier noch so, ne? Kuchen, Brot, Mikrowelle, so das Wesentliche drin. Da stehen auch noch ein paar Milchkannen, warum auch immer. Aber ihr seht, also wie gesagt, eine schöne kleine Halle, einen etwas größeren Bereich, kleinere Bereiche zum Unterstellen. Ne, wer es braucht oder möchte, warum nicht? Ich weiß das gar nicht, in den oberen Bereich. Hier ist ein Loch, aber ich weiß nicht, kommt man da irgendwie rein? Ich glaube eher nicht, nee. Also den oberen Bereich kann man so wohl leider nicht nutzen. Ich habe wieder leider nichts gesehen, wie man da hochkommt. Ich weiß nicht, ob man es eine Mod... Doch, hier ist eine Leiter. Ich weiß nicht, ob man die... Die kann man hochheben. Okay. Okay, die hat sich jetzt gerade da festgebackt. Die habe ich gerade durch die Wand gedrückt. Ich lasse sie mal los und da weiter zittern. Aber die hätten wir bestimmt irgendwie daran gestellt gekriegt. Also so habe ich es wohl versaut, würde ich sagen. Weil hier zittert die Leiter jetzt irgendwo. Aber wie gesagt, die lassen wir dann gleich verschwinden. So, ja, ich laufe einfach eine Runde weiter. Und wir gehen gleich zur nächsten Halle. Da müssen wir ein bisschen durch meine wellige Landschaft. Und hier sehen wir das gute Stück. Das ist eine Garagenunterstellmöglichkeitsgeschichte. Hier seht ihr schön einen doppelten Unterstand draußen. Den finde ich schon mal sehr gelungen. Texturmäßig sieht das auch alles ganz okay aus. Ne, wir haben hier schön die Tore. Auch mit der üblichen Verriegelungsgeschichte. Auch hier seht ihr die große Möglichkeit, hier was unterzustellen. Also hier ist richtig Platz drin. Und dadurch, dass hier der Anbau ist, ist das natürlich nicht alles Durchfahrbereich. Ne, nur die beiden mittleren sind durchzufahren. Das andere sind sozusagen Endgaragen oder halt richtige Garagen und keine Durchfahrplätze. Aber man hat hier schön Platz, auch Geräte reinzustellen. Und zwar nicht nur kleine. Ne? Also das ist schon mehr als okay. Gucken wir uns das an der Seite hier an. Hier ist noch ein bisschen Deko-Fässergeschichten steht hier. Wir haben hier noch eine solide, vernünftige Außentextur. Ne? Und das ist halt eine ziemlich große Halle. Das kann man nicht anders sagen. Was wir noch nicht angeguckt haben, sind die Texturen. Das sieht auch gut aus. Und hier haben wir natürlich auch noch Garagenmöglichkeit. Ich mache einfach schon mal alles auf, damit wir reingucken können. Auch hier können wir schön was unterstellen. Hier auch eine kleine Tür, aber genauso gut könnt ihr natürlich durch das Tor hier reinfahren und was Größeres hinstellen. Ne? Auch hier haben wir noch schön Licht anzumachen. Ich habe gar nicht geguckt. Oh, was haben wir hier noch für eine Tür? Das ist wahrscheinlich auch nur den großen Raum führt, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir wollen ja alles ausprobiert haben. Weil da wird dann auch das Licht stehen. Und da seht ihr auch,
Auch das hier eine sehr schöne Beleuchtung, finde ich. Passt da gut hin. Also auch das hier eine sehr, sehr schöne Halle. Ich würde sagen, wir gucken uns denn die Hallen auch mal an. Die sollten wir gleich hier unter den Gebäuden finden. Da haben wir es auch schon. Da seht ihr selber, 40.000 kostet die kleine Halle, die ihr vorhin als erstes gesehen habt. Und dieses gute Stück kostet 100.000. Und ich glaube, das ist ja auch wert, wenn man bedenkt, man hat zwei kleinere Garagenstellplätze, zwei Unterstellplätze draußen und echt vier große Torvarianten, wo man seitlich auch noch was reinstellen könnte. Also das ist schon eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, ne? Muss natürlich vom Stil her immer zu dem passen, was man spielt, aber ich würde sagen, das ist schon als altes Garagengebäude schon echt schön gemacht, auch schon mit den Querträgern und sowas, die man hier oben sieht. Das sieht also alles schon mal ganz ordentlich aus. So, und dann kommen wir zu Mod Nummer 5, bei platzierbaren Sachen ist es auch manchmal eine Mod mehr, so wie heute zum Beispiel. Und da kommen wir, ich laufe mal dran vorbei, vom Lichtwinkel ist es, glaube ich, besser von dieser Seite anzugucken. Ja, da sehen wir es. Wir kommen zu hervorragenden Mauern und Zäunen. Also, wir sehen hier auch schon, texturmäßig sieht das hervorragend aus. Das hier ist eine schöne Backsteinmauer. Die könnt ihr erziehen, wie ihr lustig seid. Preise zeige ich euch dementsprechend dann gleich. Hier haben wir das Ganze mal mit alten Steinen. Aber auch hier, ihr seht die Textur, ne, wirkt auch schön flächig. Ne, also nicht nur wie eine glatte Fläche, sondern halt richtig wie hervorstehende Steine zum Teil. Ne. Hier haben wir eine Variante schön mit Stein und dann, das sieht aus wie diese Kunststoffelemente oder Holzelemente, die man dazwischen gesetzt hat. Ähnlich haben wir das auch hier mit einem etwas anderen Stein, schön abgerundet, mit einem Eisengitter dazu. Und hier haben wir nochmal Steingeschichten, hier mit einem helleren Holz dabei. Zusätzlich kommen wir hier noch zu weiteren Zäunen. Hier zum Beispiel, das ist dieser berühmte Betonplattenpart, die hier eingesetzt werden. Das ist auch mehr eine relativ schmale Geschichte, weil die Mauern hier sind ja teilweise ziemlich dick. Ne? Die erste geht auch noch, die anderen wirken ein bisschen dicker. Und hier haben wir dann nochmal das Ganze mit älteren Ziegeln. Auch hier Texturen sehr schön gemacht. Und hier nochmal den Klassiker noch ein bisschen höher gemauert und dann oben ein kleineres Gitterpart davor. Also eine sehr, sehr schönes Set. Da ist fast für jeden was mit dabei. Sei denn, man möchte es halt ultramodern haben, dann wird es schon schwieriger, obwohl das hier auch nicht unbedingt unmodern ist. Aber ja, wie gesagt, noch eine schöne Zaungeschichte. Auch da gucken wir mal, was der ganze Spaß kostet. Das finden wir durchaus dann auch unter Zäune. Wer hätte es denn gedacht? Und da müssen wir einfach mal eine Runde durchscrollen und da seht ihr die Sachen auch schon. Die kosten, egal wie es sind, pro Element kosten die 100. Das heißt also, ich demonstriere einfach mal, wenn wir jetzt so ein Stückchen hier nehmen, ne, so wie wir es hier hingemacht haben, ziehen das so lang, selbst so ein Stück, ich versuche es mal ziemlich genau hinzukriegen, ich hatte es gerade, nein, jetzt will es nicht mehr, wir machen es mal so. Also, den Part, den ich hier gerade neu gesetzt habe, das hier, der kostet 3.000. Ihr seht, hier ist ein bisschen Bodenwelle, das passt sich ein bisschen an. Sieht das immer schön aus? Nein. Aber wenn es halt mal gerade vernünftig ist, die Ebene, seht ihr hier am Ende, sieht das gut aus. 3.000, ja, ne, kann man da nichts zu sagen, dafür, dass alles komplett gemauerte Steine sind. Wie gesagt, muss man halt natürlich für einen Hof ein bisschen mehr investieren, aber das geht ja auch mehr darum, dass das vielleicht fürs Privathaus oder fürs Bauernhaus eine Umzaunung sein kann oder sowas. Oder vorne an der Straße lang, dass man hinten andere Zaunsachen nimmt. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass es für den Preis okay ist. Es gibt eindeutig teurere Elemente, die nach weniger aussehen. Sagen wir es mal so, wenn man so den moddigen Bereich anguckt. Also, sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ne? Ich würde sagen, ich werde mich sogar hier hinstellen und mal so einen Zaun hier in die Mitte rücken. Und mit dem Bild, ja, verabschiede mich dann von euch heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.